Sie fordert ja, dass Kinder und Schüler kriegstüchtig werden sollen. Und ich kann dem nur entgegenhalten, nein, ich bin eher dafür, dass wir Kinder und Schüler bewaffeln sollten. Mehr und bessere Waffeln für Kinder und Schüler. Tja, aus Spaß wird Ernst und Ernst lernt jetzt laufen. Und jetzt bitte noch dein Motivationssong. Die Partei, die hat immer recht. Nicht nur in den USA sind große Wahlen angesagt, sondern auch in Brandenburg. Wir haben die EU-Wahlen und die Kommunalwahlen im Juni und im September die Landtagswahlen. Das ist ein ernstes Thema. Deshalb haben wir uns heute einen Vertreter der Partei Die Partei eingeladen, um mit ihm über diese Wahlen und das Programm der Partei zu sprechen. Schönen guten Tag, Herr Hufnagel. Make Brandenburg great again. Hallo. Pischti, erzähl uns doch mal bitte was über deinen persönlichen Hintergrund. Wer bist du, was machst du? Ja, mein persönlicher Hintergrund ist momentan grün. Man nennt es auch Greenscreen. Ansonsten habe ich mit den Grünen nicht so sehr viel gemeinsam, außer dass ich als dummer Bauer hoffe, die größten Kartoffeln in diesem Jahr zu ernten. Ich habe 3 neue Sorten, die ich anbauen werde. Darüber hinaus wird es 3 neue Tomatensorten geben, die in meinem Gewächshaus wachsen, hoffentlich wachsen werden. Spätestens zu den Europawahlen, bei denen Martin Sonneborn, Sibylle Berg und Käthe Kerbstadt in das Europaparlament einziehen werden, werde ich wissen, ob es was gebracht hat. Eine der Tomatensorten heißt Vladivostok. Ich hoffe, man nimmt mir das nicht übel. Es sind große Fleischtomaten, die sehr schmackhaft sein sollen. Und darüber hinaus mache ich ganz viel im Garten und schaffe es vielleicht mal aufs Boot. Und vielleicht unternehme ich auch was mit meinen vielen Kindern. Hallo Kinder, ja. Und ja, das ist so mein Hintergrund und vielleicht schaffen wir es in einer weiteren Frage über meinen Vordergrund zu sprechen. Stichpunkt Kinder. Wir befinden uns in einer Bildungsmisere. Sind deine Kinder davon auch betroffen? Natürlich nicht. Ich kenne auch eigentlich keine Kinder, die von einer Bildungsmisere betroffen sind. Ich kenne eigentlich nur Politiker, die offensichtlich Schwierigkeiten haben mit Bildung. Möglicherweise gehört sogar die Bundesbildungsministerin Frau Dingsbums dazu. Sie fordert ja, dass Kinder und Schüler kriegstüchtig werden sollen. Und ich kann dem nur entgegenhalten, nein, ich bin eher dafür, dass wir Kinder und Schüler bewaffeln sollten. Mehr und bessere Waffeln für Kinder und Schüler. Ein Pflichtjahr für alle an der Waffel. Man könnte Waffeldrill einführen und so weiter. Das wäre mir sehr viel lieber. Pischti, das waren ja jetzt alles so Fun-Fragen und alles so ein bisschen locker, luftig, leicht. Aber jetzt würde ich gerne mal was Ernstes von dir hören. Die Fragen waren lustig, das stimmt. Die Antworten waren schon sehr ernst gemeint. Die Partei steht ja für Satire und Ironie. Wie beabsichtigst du, diesen Spagat hinzubekommen zwischen ernsthafter politischer Arbeit und dieser eher humorvollen Art und Weise, um Aufmerksamkeit zu erregen, denke ich mal, ist das? Also wir müssen ja ein paar Dinge unterscheiden. Zum einen gibt es ja schon sehr viele Parteien, die so tun, als würden sie ernsthaft arbeiten. Kein Mensch will die Parteien heute noch wählen, deswegen gibt es eine neue Partei ganz am rechten Rand, die gerade von vielen gewählt wird. Und wir machen seit 20 Jahren ernsthafte Politik und ernsthafte Parteiarbeit. Unser Stilmittel ist Satire und das bleibt auch so. Manche werfen der Partei ja vor, politische Belange zu verhöhen und den Ernst der Lage nicht zu erkennen. Was antworten Sie denen? Tja, aus Spaß wird Ernst und Ernst lernt jetzt laufen. Ist die Partei koalitionsfähig? Die Partei ist alles. Die Partei ist oder wird als anti-etabliert wahrgenommen.
Wie kann die Partei überhaupt effektiv Veränderungen herbeiführen? Ist das so? Und müssen wir das? Ich habe manchmal den Eindruck, viele wollen, dass es so bleibt. Viele wollen zurück die guten alten Zeiten von damals wieder erleben. Da bin ich unsicher, ob ich dazu beitragen möchte. Die guten alten Zeiten, ihr erinnert euch, damals, als die Frau noch, das ist gar nicht so lange her, glaube ich, die Frau noch fragen musste, ob sie den Führerschein machen darf. Also nicht in der arabischen Welt, sondern in der Bundesrepublik Deutschland. Als die Frau noch fragen musste, ob sie arbeiten gehen darf. Viele wollen ja zurück in diese Zeit. Ich denke, mit mir ist das nicht zu machen. Ich stehe selber gerne am Herd. Und erst gestern habe ich Spaghetti mit Tomatensauce gekocht. Dankeschön für die erschöpfenden Antworten. Jetzt starten wir in die Schnellfragerunde. Es sind nur 3 Fragen. Ich bitte um kurze und schnelle Antworten. Was ist dir lieber vor deiner Haustür? Ein schönes Solarfeld oder ein Windpark? Die entscheidende Frage ist, Mayo oder Ketchup? Wie heißt das Buch auf deinem Nachttisch? Das Manifest. Und jetzt bitte noch dein Motivationssong. Mein Motivationssong? die Partei, die hat immer Recht und Genosse, es bleibe dabei. Denn wer kämpft für das Recht, der hat immer Recht gegen Lüge und Ausbeuterei. Und den Rest recherchiert ihr bitte auf YouTube. Es gibt viele Songs, unter anderem mit den Ärzten und so weiter. Vielen Dank, dass du bei uns warst, dass du dich auf den langen Weg gemacht hast in unser Studio und dass du uns an deinem Wissen hast teilhaben lassen. Vielen Dank. Ich wusste gar nicht, dass ich so viel weiß. Hoffentlich sendet ihr das und die anderen wissen es dann auch.